Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu diesem Buchmesse-Spezial. Also die ganze Woche dreht sich irgendwie so ein bisschen um die Buchmesse und das ist auch Absicht und das ist auch wunderschön so. Ich habe nämlich mit euch zu reden. Ich möchte euch nämlich erzählen, wo ihr mich am Wochenende auf der Buchmesse antreffen könnt. Dazu habe ich hier mein schlaues Handy, da ist nämlich auch meine Liste drauf. Ich habe mir nämlich ganz schlau, wie ich bin, Queen of Excel, eine Excel-Liste gemacht, wann ich wo sein werde. Also ich sag's im Vorfeld schon mal, ich werde nicht dienstlich unterwegs sein. Also ich habe keine fixen Termine mit Verlagen, zu denen ich auf jeden Fall gehen muss, sondern das Wochenende wird tatsächlich ein Mädelsausflug. Ich nenne es einfach mal so. Ich werde natürlich die ganzen Verlage, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, an den Ständen besuchen und werde mich mal auch persönlich vorstellen, weil es einfach in den letzten Jahren ja Corona-bedingt nicht ging. Also ich hatte zwar letztes Jahr auch Tickets, aber habe mich dann kurzfristig dazu entschlossen, nicht hinzufahren, weil einfach ja die Zahlen so hoch waren und ich mich das nicht getraut habe. Da bin ich ganz ehrlich, ich bin da so ein kleiner Schisser. Ich habe halt immer Angst, wenn ich ausfalle, wer kümmert sich dann um Maler? Ich hatte einmal Corona, das wisst ihr ja, und da hat es mich richtig gebeutelt und ich war froh, dass Maler in der Zeit relativ entspannt war. Aber ja, darum soll es jetzt nicht gehen. Dieses Jahr fahren wir auf die Buchmesse und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr darauf. Wie gesagt, ich habe mir hier so eine kleine Liste gemacht und ich sage auch gleich zu euch, wenn ihr mich irgendwo auf der Messe seht, ihr dürft mich gerne ansprechen. Ich bitte euch darum, dass ihr mich ansprecht. Ich bin da nämlich so komplett reizüberflutet, sage ich es jetzt mal. Ich habe da einen absoluten Tunnelblick. Ich sehe euch nicht. Selbst wenn ich wüsste, wie ihr aussieht, ich würde euch nicht sehen. Also da müsstet ihr ja schon genau vor mir stehen. Und bei vielen meiner Zuschauer weiß ich halt auch einfach nicht, wie sie aussehen. Selbst Leute bei Bookstagram, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, sind darunter, von denen ich nicht weiß, wie sie aussehen, weil sie einfach kein Foto in ihrem Profil und kein Foto in ihrem Feed drin haben und zum Beispiel auch kein Foto bei WhatsApp. Also ich gehe da im absoluten Blindflug rein. Wenn ihr mich seht, bitte, bitte, bitte quatscht mich gerne an. Ich habe auch noch Goodies dabei von meinem Autoren-Alter-Ego, die ich gerne unter den Mann oder die Frau bringen möchte. Und ich werde auch am Stand von Books on Demand meine Lesezeichen auslegen. Also wenn ihr da welche haben wollt und mich auf der Messe nicht seht, ich habe die A in der Tasche für unterwegs und B am Stand von Books on Demand liegen auch meine Lesezeichen aus. So, das wollte ich vorab nur mal loswerden. Jetzt geht es aber um die Termine, die ich habe. Also wir werden wahrscheinlich Samstagmorgen ab 9 Uhr schon auf der Messe unterwegs sein, wenn das so passt. Also die liebe Tatjana, die holt mich um 7 Uhr ab. Dann fahren wir rüber, stellen das Auto aufs Messegelände und gehen auf die Messe. So ist zumindest der Plan. Eventuell gehen wir noch ein paar Mädels am Hotel abholen, aber das ist alles so in Sichtweite. Das sollte machbar sein. Wir können nämlich erst mittags einchecken, haben wir schon geklärt mit unserem Hotel und deshalb gehen wir erst auf die Messe, gehen dann im Hotel einchecken und gehen dann nochmal auf die Messe. So der Plan. Also, wir starten Samstagmorgen um 10 Uhr beim KISS Verlag. Ich bin ja KISS-Blogger, wie ihr das wisst, oder ich hoffe, dass ihr das wisst, ansonsten wisst ihr es jetzt. Da gibt es nämlich eine Signierstunde um 10 Uhr mit Nicola Hotel, Kira Mohn und Anja Oma. Und da möchte ich mir auf jeden Fall ein Buch signieren lassen, das ich auch schon bereitgelegt habe, um es mitzunehmen. Und ich möchte halt den Leuten mal Hallo sagen, weil ne, man arbeitet jetzt schon seit fast einem Jahr zusammen und das sehr regelmäßig und man steht da auch im regen Austausch. Und da möchte ich einfach mal Hallo sagen gehen. Dann ist zeitgleich, leider Gottes, auch um 10 Uhr, beim Fischer Verlag die Signierstunde von Anna Benning. Also ich versuche da auch auf jeden Fall das irgendwie so zu splitten, dass ich beides irgendwie schaffe. Da würde ich mir nämlich auch gern Dark Sigils unterschreiben lassen. Das würde ich aber eher canceln, wenn es bei KISS zu lang dauert oder man sich verbabbelt. Klingt gar nicht nach mir, ne?
Ja, dann geht es nämlich schon weiter um 11 Uhr. Da werde ich bei die Bücherbüchse gehen. Da gibt es nämlich ein Glücksrad und da möchte ich auf jeden Fall mitmachen. Und an dem Stand kann man sich auch als Rap für die nächste Zeit, sage ich einfach mal, bewerben. Dann haben wir erstmal ein bisschen Luft. Eventuell gehen wir da in der Zwischenzeit eine Kleinigkeit essen oder halt ins Hotel einchecken. We don't know. Das werden wir sehen. Denn um 14 Uhr startet das große Blogger-Treffen. Das findet an der Rolltreppe statt. Ich war noch nie auf dem Messegelände, deshalb weiß ich nicht, wo die Rolltreppe ist. Aber ich folge einfach der Masse. Beziehungsweise habe ich zwei Mädels dabei, die schon ja, lange in der Buchbubble auch mit dabei sind und auch schon mehrfach auf der Messe waren. Die wissen, wo die Rolltreppe ist. Also das wurde, glaube ich, von Maria von Fernwehwelten organisiert. Also um 14 Uhr gibt es ein riesengroßes Blogger-Treffen. Ich glaube, das ist im Außenbereich. Und damit ihr mich übrigens auf der Messe erkennt, habe ich, sieht man das, ein T-Shirt an mit meinem Bookstagram-Namen. Und ja, weil es gibt ja Leute wie ich, die können sich Gesichter auch super schlecht merken. Die wissen nur, den oder die kenne ich von irgendwoher, aber ich kann es nicht zuordnen. Und deshalb trage ich das T-Shirt und ich habe der lieben Nenia auch eins gemacht und die Tatjana wird eventuell auch eins anziehen. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Auf jeden Fall geht es dann um 15 Uhr weiter. Da ist so ein kleiner Fangirl-Moment. Da ist nämlich auch bei der Bücherbüchse am Stand die Inka Lindberg und die verfolge ich schon seit Jahren, damals noch auf YouTube. Mittlerweile macht sie fast kein YouTube mehr und hat alle Videos gelöscht. Aber sie ist auf Instagram täglich aktiv und hat jetzt schon ihr zweites Buch rausgebracht. Das erste habe ich ja zusammen mit der Ivy gelesen. Das war für mich ja das ja, Durchwachsen. Und ich habe das zweite hier liegen, das würde ich eigentlich gern vorher noch lesen. Das ist zwar auch schon signiert, aber nicht persönlich. Vielleicht nehme ich es nochmal mit und sie darf mir noch irgendeine Kleinigkeit reinmalen oder so. Muss ich mal schauen. Ich habe übrigens auch vor, mein Bookjournal mitzunehmen. Und da darf auch jeder, der möchte, irgendwie was reinmalen. Also, wenn ihr mir was in mein Bookjournal malen möchtet, schreiben möchtet, und wenn es nur ist, ich will ein Kind von dir, keine Ahnung, dann ja. Dürft ihr das gerne tun? Ich habe einen Stift dabei, ich habe das Journal dabei. Quatscht mich einfach an. So, dann geht's weiter. Um 15:30 Uhr, da möchte ich zum Ravensburger Verlag, zur Stefanie Hasse, weil wir regelmäßig Kontakt haben und ich damals ja auch ein Live-Interview mit ihr gemacht habe bei Insta Live. Und ich möchte mir mein Bad Influence von ihr signieren lassen und einfach mal Hallo sagen. Und dann geht es weiter um 16 Uhr. Da ist meine liebe J.K. Blum am Stand von, keine Ahnung, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe die Standnummer. Ich werde sie auf jeden Fall finden. Ich gehe mal davon aus, dass es der Sternensand Verlag ist. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Da bin ich ja auch Stammbloggerin und da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dann geht es weiter mit dem Sonntag. Da geht es direkt auch schon um 10 Uhr los mit mal wieder der Bücherbüchse, denn dort am Stand wird die liebe Lilly Lucas signieren. Und ihr wisst, dass ich ein Riesenfan der Green Valley-Reihe bin und auch die neuen Bücher, die Cherry Hill-Reihe total liebe. Cherry Hill habe ich schon beide signiert bestellt. Dank Graf ist das ja keine Seltenheit mehr, aber ich möchte mir noch den ersten Band der Green Valley-Reihe signieren lassen. Um 11 Uhr geht es dann weiter mit einem riesengroßen Fangirl-Moment. Ihr lacht ja immer, wenn ich sage, ich bin der inoffizielle saarländische Lena Kiefer Fanclub mit einem Mitglied. Aber ich muss unbedingt zu Lena Kiefer und muss mir mein Nights unterzeichnen lassen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Allerdings müssen wir da sehr pünktlich sein, damit wir schnell dran kommen, damit wir uns ganz schnell wieder woanders anstellen gehen können. Denn um 12:30 Uhr, und ich glaube, da wird super viel los sein, signiert J. Christoph im Agora, signiert Zelt 1. Und weil ich nicht weiß, wie viel bei Lena Kiefer los ist, wollen wir uns halt früh anstellen, damit wir schnell beim Jay sind, damit wir da auch schnell drankommen. Denn um 13 Uhr gibt es eine ganz lustige Aktion, auch wieder an der Bücherbüchse. Tanz ist aus. Die drehen da irgendwie ein TikTok-Video und machen da irgendwie so Tanzclips. Und da hab ich zumindest voll Bock drauf. Was die anderen machen, weiß ich nicht. Aber das wäre auch mein letzter Termin. Und zwischendurch,
werde ich mit Sicherheit die ganze Zeit irgendwo durch Halle 3 schlendern und ja, schnusen, quatschen, Fotos machen und Goodies verteilen. So der Plan. Ihr Lieben, das war's jetzt von mir. Ihr habt alle meine Termine. Ihr könnt sie euch gerne notieren. Vielleicht sehen wir uns ja bei dem einen oder anderen. Und das würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich jetzt Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder auf der Buchmesse. Tschüss.